seine Infrastruktur zu bewahren und zu stärken, ist der ländliche Raum auf gezielte Förderung angewiesen. Hier setzt das LEADER-Programm der Europäischen Union an. Die Region Landel-Bergland hat sich bereits 1995 auf den Weg gemacht, gemeinsame Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Seit 2002 sind wir LEADER-Region und konnten in der Zwischenzeit über 100 Projekte fördern. Einige davon stellen wir in diesem Film vor. Die Region umfasst 19 Städte und Gemeinden Mittelhessens und wurde von der hessischen Landesregierung als LEADER-Region ausgewählt. Ein Förderschwerpunkt liegt auf dem Tourismus. 20 Premium-Wanderwege führen durch den Naturpark Landel-Bergland. Hier können Gäste und Einheimische die landschaftliche Schönheit des Naturparks entdecken. Lückenlose Beschilderung ist die Voraussetzung für perfekte Wandererlebnisse. Und Schutzhütten auf der Strecke sind ideal für eine kurze Rast. Seit 2010 wurden 3 neue Schutzhütten mit LEADER-Mitteln errichtet. Sie tragen zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung der Premium-Wanderwege bei. Gastronomische Angebote am Wegrand gehören ebenfalls zu einer guten Wanderinfrastruktur. Und auch hier ist eine LEADER-Förderung möglich, im Rahmen von Existenzgründungen. Als der Katzenmacher zum Verkauf stand, haben wir uns gleich in das 200 Jahre alte Haus verliebt. Dank der LEADER-Förderung konnten wir es auch erwerben. Unser Ausflugslokal ist an 5 Tagen in der Woche geöffnet und bietet gutbürgerliche Küche mit vielen regionalen Produkten. Zusätzlich haben wir 6 Zimmer für Übernachtungsmöglichkeiten und freuen uns über alle Gäste, die uns besuchen können. Ein ganz anderes gastronomisches Konzept verfolgt Sven Klingelhöfer. Unser erster im Baujahr 72 ist ein zur mobilen Küche umgebauter Wohnanhänger. Dieses Fahrzeug ermöglicht uns in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland für unsere Kunden zu kochen. Vom Fastfood bis zum à la carte Menü. Die LEADER-Mittel haben die Anschaffung unterstützt. Im Gegenzug haben wir einen neuen Ausbildungsplatz geschaffen. Daseinsvorsorge ist ein weiterer Förderschwerpunkt. Im Senioren-Computerclub Bad Endbach vermittelt Uwe Hartwig Grund- und Aufbaukenntnisse. Unsere 91 Clubmitglieder treffen sich 2-mal wöchentlich und arbeiten an vereinseigenen Notebooks, die mit Hilfe der LEADER-Mittel unter anderem angeschafft werden konnten. Gerade für Senioren ist es meines Erachtens wichtig, über den Computer mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Gerade im zunehmenden Alter wächst auch die körperliche Beschwernis und mit einem Notebook kann man von zu Hause alle Möglichkeiten des Internets und so weiter nutzen. Das Netzwerk Nachbarschaftshilfe ist ebenfalls ein wegweisendes Projekt im ländlichen Raum. Menschen, die auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung sind, bringen ein großes Potenzial mit. Wir vom Diakonischen Werk Biedenkopf-Gladenbach möchten dieses Potenzial möglichst passgenau jenen zukommen lassen, die Unterstützung brauchen oder sich wünschen, aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Unsere Erfahrung zeigt, dass hierdurch wertvolle Beziehungen entstehen, die von allen Beteiligten als große Bereicherung in ihrem Leben empfunden werden. Mit den Fördermitteln aus dem LEADER-Programm der EU konnte das Projekt Hinterländer-Netzwerk Nachbarschaftshilfe angeschoben werden. Und auch das Studium Plus der THM Biedenkopf profitiert von LEADER-Mitteln. Studium Plus als duales Studienangebot der Technischen Hochschule Mittelhessen hat sich auf die Fahne geschrieben, in die Fläche zu gehen. So wurde auch die Außenstelle hier in Biedenkopf errichtet. Dank der Unterstützung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, der Stadt Biedenkopf, der Gemeinden Breidenbach und Dautphetal sowie des Landel-Bergland-Vereins konnte durch moderne Ausstattung der Studienbetrieb unter idealen Bedingungen gestartet werden. Doch nicht alle Projekte weisen in die Zukunft. Zum Selbstverständnis einer Region gehört auch der Blick auf die eigene Vergangenheit. Das Regionalmuseum Weidenhausen zeigt die Entwicklung von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie in den letzten 200 Jahren. Seit 2008 sind wir nun in diesem schönen Haus mit den vielen wundervollen Exponaten. Aber unser Wunsch ist halt immer gewesen, wir wollten das Fach gerne ausbauen. Und da hat sich eine Möglichkeit ergeben im Verbund mit Landel-Bergland, dem EU-LEADER-Programm und der Karl-Lenz-Stiftung.
wird es uns gelingen, das Dach abzureißen, neu aufzubauen und dort werden die Karl-Lenz-Bilder ihre neue Heimat finden. Die Kulturscheune Herborn ist dagegen ein sehr junges Projekt mit starker Jugendarbeit. Einen Moment bitte. Haben Sie mit mir gesprochen? Ja, wollen Sie sich nicht setzen? Die KUSCH besteht jetzt 10 Jahre. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns. Insbesondere auch deswegen, weil wir in der Zwischenzeit eine Jugendabteilung aufbauen konnten. Diese Jugendabteilung besetzt sich aus jungen Leuten von 6 bis 18 Jahren. Hierzu war es notwendig, dass wir ihnen Spielmöglichkeiten anboten, die in der KUSCH als solche nicht mehr vorhanden waren, weil wir andere Belegungspläne haben. Bin ich hier richtig, im Monkswimmer? Der da entstandene Anbau, der in erheblichem Umfange vom Lahn Dill-Bergland und von der EU gefördert wurde, erlaubt es uns jetzt, dort eine Probebühne und eine Werkstatt aufzubauen. Bei dem Projekt in Donsbach ist das Zielpublikum noch deutlich jünger. Ja, für den Wildpark Donsbach, der seit über 40 Jahren besteht, ist dieser wunderbare Waldnaturspielplatz natürlich eine wesentliche Bereicherung und eine Verbesserung auch des Standortes. Und wir freuen uns, dass auch gerade diese Maßnahme so inhaltlich und auch finanziell gut gestützt worden ist, auch durch das LIDER-Programm, um auch diese Maßnahme so zu verwirklichen, wie wir sie jetzt hier sehen und von den Kindern natürlich auch sehr gut angenommen wird. Das waren 10 von über 100 Förderprojekten in der Region Lahn-Dill-Bergland. So wird das Leben im ländlichen Raum zwischen Biedenkopf und Ehringshausen, zwischen Haiger und Gladenbach vielfältig und bunter.